Herzlich willkommen bei DoTube. Wir wollen heute mal drauf eingehen, wie man so ein cooles Protonenpack wie das hier baut. Ja, was haben wir hier? Ghostbusters 1984, ein Protonenpack. Das ist meins, was ich auch beim Cosplay trage. Ich wollte mal ein bisschen mehr wieder auf die Cosplay-Themen drauf eingehen. Und das ist ein kompletter 3D-Druck. Bis auf die Gun, die habe ich mal irgendwann gekauft gehabt. Das ist ein Hasbro-Teil. Aber die Shell selber ist ein kompletter 3D-Druck. Es sind natürlich auch Metallteile dran verbaut. Kommen im Laufe des Baus dann mal dazu. Wir wollen heute nur mal drauf eingehen, auf die 3D-Dateien. Wo bekomme ich sie her? Was kosten sie? Welches Material brauche ich? Und so weiter und so fort. Wollen wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen auf das Ganze? Ich hoffe, es wird ein bisschen kurzweilig für euch und ich würde dann direkt einfach mal anfangen. Das ist nicht wie gewohnt in einer Aufnahme. Ich mache hier mehrere Cuts drin. Also mal nicht wundern, mal ein neues Format von mir. Ja, fangen wir an. Wir haben unseren 3D-Druck. Wo bekomme ich die Dateien? Dateien finde ich ja überall im Internet. Das heißt, diese sogenannten STL-Dateien für unseren 3D-Drucker. Der erfahrene 3D-Drucker, dem brauche ich das hier nicht erzählen. Das geht mehr so um die Einsteiger, die sich überlegen, so ein Ding zuzulegen, beziehungsweise die auch mit Ghostbusters-Kostüm anfangen wollen und sich überlegen, so ein Ding zu kaufen, weil es im Endeffekt günstiger wird, wie ein fertiges Protonenpack zu kaufen. Und zwar ist es so, die Dateien findet ihr alle kostenlos im Internet. Fangt nicht an, bei Etsy oder sonst irgendwo die Dateien zu kaufen oder bei Thingiverse, die werden da auch angeboten zum Kauf. Das sind aber alles die kostenlosen Dateien. Den Link setze ich euch unten rein. Der wird von einem Hersteller, der sich diese Dateien ausgedacht hat, in meinem Fall ist es das Q-Pack, kostenlos zur Verfügung gestellt. Solange ihr das Ganze auch nur für euch privat nutzen wollt. Wollt ihr das Ganze natürlich kommerziell vermarkten, wie das viele machen, habt ihr natürlich dann nicht mehr das Recht dazu. Es ist immer ein bisschen schwierig dann, was passiert. Weiß man nicht, ob der irgendwo gegen Klage einreicht, oder ob ihm das dann auch doof ist. Das ist halt so eine rechtliche Sache. Dass die Lizenz ist nur für den Privatgebrauch, nicht zum Verkauf. Dann müsstet ihr euch die Sachen schon selber wieder designen und das ist relativ aufwendig, gerade für euch Einsteiger. So, die Dateien sind aber nur eine Sache. Die kann man kaufen, ist Blödsinn, oder man lädt sie sich dementsprechend runter. So ein Drucker. So ein Drucker, ich habe in diesem Fall einen Atari Sidewinder X1. Das ist ein sehr benutzerfreundliches Gerät, meiner Meinung nach. Und die bekommt man gebraucht auch schon relativ günstig. Wir reden hier in der Preisspanne so um die 200 € rum. Zum Vergleich, so ein Protonenpack fertig gekauft, wird ja immer mal angeboten bei, wie heißt der Spaßjob hier, Etsy. Liegt so bei knapp 2000 €. Da kann man sich überlegen, ob ich das Ding selber baue. Für die Shell hinten, sprich nur für dieses Protonenpack selber, ohne den Protonenwerfer, braucht ihr ungefähr 4 bis 5 Kilo Filament, je nachdem, wie gut ihr druckt, ob ihr Fehldrucke habt und so weiter. Das Kilo Filament liegt aktuell so bei roundabout 20 € bei Amazon. Kann man immer nehmen, ist gar kein Thema. Ich habe aber jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. So, das ist das, was finanziell ist. Nur was den Druck angeht. Ihr kriegt dazu einen Arsch voll Schrauben. Das heißt, ihr müsst die kaufen. Das sind alles M3er-Schrauben, natürlich auch ein paar größere. Ist aber auch in der Aufbauanleitung, die ihr dann allerdings kaufen müsst bei dem Q-Pack, mit dabei. Oder ihr findet es einfach selber raus, nehmt euch euer Bauteil, geht in den Baumarkt, guckt, welche Schrauben reinkommen. Es sind alles Imbusschrauben. Also gar kein großes Problem. Ich habe mir die Schrauben alle dementsprechend runtergeholt und dann ist das ganze Ding dabei. Es gibt diese Schraubenliste allerdings auch im Internet. Ich meine bei Thingiverse, da müsst ihr euch nochmal ein bisschen durchsuchen. Ich gucke mal, ob ich das Ganze unten in die Beschreibung reinpacke. Dann habt ihr alles zusammen. Ist einfach nur so eine Liste, welche Schrauben ihr braucht. Merkt euch einfach M3er Schrauben und ihr seid glücklich. Ihr braucht noch ein paar etwas größere, aber das sind dann so 2, 3, 4 Stück dann nur. Das ist halt nichts Wildes. So, was ihr braucht, ist ein Flachkabel.
Das originale Flachkabel findet ihr bei Ghostbusters-Fans. Seite verlinke ich unten drinnen. Da könnt ihr das Originale kaufen. Macht es nicht bei Etsy, die Dinger. Er sagt, Etsy zockt euch da wirklich ab bei. Die Leute, die Shops, das ist echt unverschämt. Das Kabel ist halt auch nicht billig. Sind wir gleich mal vorneweg. Ihr braucht ein Stück Kupferrohr. Ja, Kupfer sei schon. Messingrohr. Messing. Eine Folgestange. Wenn es originalgetreu sein muss, ist es die oben an einer Ecke. Es hat diesen, ja, so eine Riffelung oben dran. Kriegt ihr auch bei den GB-Fans. Genauso wie viele Aufrüstungsteile, Originalteile für das Protonenpack selber. Sprich, Metallteile und so weiter und so fort. Viele legen da ja großen Wert drauf. Hinterher sieht man es kaum noch, weil es dann lackiert wurde. Aber viele legen halt da wirklich Wert drauf. Finde ich auch super. Je originalgetreuer, je geiler ist natürlich auch. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein paar, ja, Makrolonscheiben oder Plexiglasscheiben in Blau und in Rot. Die findet ihr bei Amazon. Da Links kommen unten in die Beschreibung. Das machen wir eine Teileliste, mache ich mal unten mit rein. Ja, ihr braucht eine Schlauchstelle. Wieder bei Ghostbusters-Fans, wenn es die Originale sein soll. Ansonsten reicht eine normale aus dem Baumarkt. Ihr müsstet euch halt dementsprechend etwas bearbeiten, dass die halt dann da dran passt. Und ansonsten. Schläuche. Kleine Plastikschläuche. Und zwar sind das so Hydraulikschläuche, so ganz dünne. Findet ihr auch wieder bei Amazon in den Farben Gelb, Blau und Rot. Kabelschutzschlauch braucht ihr auch noch dazu. Was fehlt sonst noch? Habe ich was vergessen? Aufkleber. Aufkleber ist ein Problem. Da müsstet ihr halt entweder bei den Ghostbusters-Fans gucken oder euch fehlt wirklich dann. Das Problem, dass ihr dann halt wirklich mal bei Etsy gucken müsst, wegen so einem Aufkleberbogen, der ist gar nicht mal so teuer. Es gibt auch viele Leute, die sowas nebenbei mal herstellen, gibt es dann auch, kenne ich auch welche. Und da gibt es halt auch verschiedene Aufkleber, wie ich sie jetzt hier zum Beispiel habe. Da danke an Chris. Da habe ich einmal so einen Aufkleberbogen, der ist etwas verwettert. Oder die Version, die ist dann etwas. Neuer. So. Das sind halt diese Aufkleber dafür, die könnt ihr halt dann auf euer fertiges Druckergebnis aufbringen. So viel zum Thema der Einleitung. Jetzt kümmern wir uns mal darum, anhand des Zyklotrons, wo ihr die ganzen Dateien herbekommt. Ich zeige euch das Ganze mal und wie das Ding dann gedruckt wird. Ja, hier haben wir dann jetzt unsere Seite im Internet: github.com, Mr. Wie nennt das sich? Q. Der stellt dieses Q-Pack hier dementsprechend bereit. Dann haben wir hier unsere Bonus. Da können wir dann mal drauf gehen. Das sind dann alles so Erweiterungen für die Jungs und Mädels, die dann dementsprechend Frozen Empire Erweiterungen haben möchten. Oder wir haben dann einfach gesagt, hier die Shell. Shell nennt sich da hinten der Rucksack an sich selber. Ihr seht, das sind ein Haufen Dateien. Und diese sind auch noch mal dementsprechend unterwandert. Jetzt haben wir jetzt das Zyklotron. Ihr seht, das hat einen Haufen Dateien. Meins ist noch die Mark II Version. Hier ist schon die MK4 Version. Ihr müsst euch das passende raussuchen. Habt ihr einen kleinen Drucker, müsst ihr natürlich mehr Unterteilungen nehmen. Bei meinem Drucker passt das Zyklotron in einem Mal oben drauf. Also ich kann das komplette Zyklotron in einem Stück drucken. Hat natürlich den großen Vorteil, dass wir keine Nähte drin haben und das Ding hinterher wirklich sauber auch aussieht. Dann gehen wir dementsprechend drauf. Wir suchen uns unsere dementsprechende Datei raus, die wir haben möchten. Oder laden sie einfach alle runter. Laden die dementsprechende Datei runter und haben sie dann auf unserem Desktop. Nachdem wir das Ding dann runtergeladen haben, haben wir dann unsere dementsprechende Datei in unserem Programm reingeladen. Das ist der 3D-Bilder in dem Moment hier. Da können wir uns das Ganze mal angucken. Also das ist die komplette Druckdatei. Wir können das Ganze auch dementsprechend noch bearbeiten, uns ausrichten. Muss man viel mal auch machen und um zu gucken, wie das Ganze halt auch dementsprechend läuft. Oder halt auf meinem Drucker dementsprechend angebracht werden kann, dass ich keinen Support brauche oder wenig Support. Zum Thema Support, sprich Unterstützungsdrucke, brauchen wir hierbei nicht. Auch wenn man das jetzt hier so aussieht,
als wenn das jetzt hier unheimlich viel Support bräuchte. Ich habe das gedruckt ohne Support, das sieht dann im Grunde hinterher dann so aus. Es ist innen drin, ja, von innen sieht es nicht schön aus. Von innen sieht es aber auch kein Mensch. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Wir können also alle Teile aus diesem Mark 2, 3, 4 ohne Support drucken. So, nachdem wir dann unser ganzes Gerät hier ausgerichtet haben, ich sage mal kurz gucken, dass wir es wieder vernünftig hinstellen. So, platzieren wir das Ganze auf unserem Druckbett und speichern das Ganze dann wieder auf unserem Desktop ab. Ja, dann kommt das nächste Programm. Hier nutze ich persönlich Simplify 3D. Das ist das Slicer-Programm. In diesem Slicer-Programm können wir unserer Druckdatei einen dementsprechenden Code verpassen, nennt sich G-Code. An die Cracks da draußen, wenn ich irgendwas falsch erzähle, schreibt es in die Kommentare, was ich hier falsch erzählt habe. Dann kann ich dementsprechend auf meine Einstellungen gehen, wie ich das Ganze gedruckt haben möchte. Das sind jetzt so meine Standardeinstellungen, die ich da drin habe. Ergänzungen, Infill und so weiter und so fort. Meine Stützen stelle ich bei diesem Modell da zum Beispiel aus. Ich drucke gerne mit 20% Infill, weil das dann ein sehr stabiler Druckteil auch dementsprechend wird. Meine Temperaturen kann ich einstellen, meine Kühlung, meinen Code, meine Skripte. Das kann ich alles einstellen. Nachdem ich das Ganze gemacht habe, bereite ich das Ganze auf den Druck vor. Jetzt wird das dementsprechende Skript geschrieben. Und wenn alles gut läuft, habe ich dann hier meinen Code für meinen 3D-Drucker. Hier kann ich auch nochmal zusehen, wie das Ganze dementsprechend aufgebaut ist. Ich kann die einzelnen Schichten mir nochmal angucken, wie das Ganze gedruckt wird. Das wäre der komplette Druck. Druckzeit hierbei wären laut meinem Simplify Slicer, ich kann auch jeden anderen Slicer natürlich dafür nehmen, wären jetzt 20 Stunden. Erfahrungsgemäß dauert es weitaus länger. Das heißt, ich rechne hier mit einer Druckzeit von 24 bis 26 Stunden. Ganz locker. Ich mache prinzipiell eine neue Rolle Filament rein, wenn ich so einen Druck anfange, gerade über viele Stunden, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, dass zwischendurch mir das Filament ausgeht und ich den Druck neu anfangen kann. Diesen Fehler habe ich bei diesem Modell gemacht. Ich musste neu anfangen und zwar genau hier oben in der Kante drinne. War doof. Den werde ich dafür nehmen für meinen Junior als Modell, also ein Stunt-Modell zum Tragen als Cosplay, weil ich halt dementsprechend dann jetzt Druckfehler drin habe und es ist nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Ist aber stabil, wie gesagt, es ist gar kein Thema. Nur halt optisch habe ich hier oben halt ein paar Macken drin durch das Schleifen, die ich halt auch persönlich nicht rauskriege, die mir halt auch einfach nicht gefallen. Deswegen seht zu, dass ihr genug Material drauf habt. So. Das Ganze kann ich dann jetzt in diesem Programm drucken über ein Kabel direkt mit meinem Drucker oder halt über einen USB-Stick. Ich mache es gerne über einen USB-Stick, dann kann ich den Laptop für andere Sachen nutzen. Hier seht ihr dann zum Beispiel mal, wenn ich das Ganze jetzt drucken wollten würde, ihr seht jetzt in den letzten Druckdateien mit drinne, über den Laptop könnte ich das Ganze halt dementsprechend hier steuern, kann meine Temperatur noch anpassen, wenn ich irgendetwas sehe und so weiter und so fort, kann er auch Nothalt machen. Wäre mit diesem Programm alles wunderbar möglich. Macht auch Spaß, hiermit zu arbeiten. Ich mache es gerne über einen USB-Stick, ist für mich angenehmer, das Ganze. Ja. Was ich vergessen habe, wir können natürlich auch hier drinnen unseren Druck noch anpassen. In dem Slice-Programm, das heißt, wir können das Ganze ausrichten, dementsprechend, wie wir es gerne haben möchten. Ich habe ein relativ großes Druckbett bei meinem. Das ist ein 30x30x40 cm, was ich Bauraum habe. Bei dem Atelier X1 und damit passt das. Sollte ich das Ding irgendwie mal verschoben haben, das ist gar kein Problem, kann ich automatisch wieder zurückmachen über die Zentrierung und Anordnung. So, nachdem ich dann das Ganze in meinen 3D-Drucker eingespeist habe, führt er natürlich dann das Druckprogramm aus. Er fährt vor und zurück. Ihr seht schon, wie groß dieser Drucker ist, was das für ein riesiger Bauraum ist. Und dementsprechend kann ich dann damit auch Helme drucken oder halt so ein ganzes Proton-Pack.
In einigen Stunden wird das Ganze fertig sein. Hier drucke ich natürlich noch eine Kleinigkeit, was anderes, nicht aktuell diesen das Zyklotron. Nur mal so als Beispiel, wie das Ganze dann aussieht, wie auch die Geräuschkulisse ist. Bei diesem Gerät ist es relativ leise. Und ja, macht halt Spaß, dem Ganzen zuzusehen. Ja, nach einer Woche Druckzeit sieht das Ganze dann so aus. Viele, viele Einzelteile, die wir hier haben. Unser Zyklotron natürlich dann auch mit dabei. Und ja, aus diesem ganzen Wust von Einzelteilen können wir dann jetzt unser Protonenpack bauen. Ich habe damit hier schon mal angefangen. Das ist oben dieser obere Block. Den habe ich schon mal komplett verklebt und verschraubt. Na, ihr seht innen drin, das Silberne sind alle Schrauben. Das sind alles M4er Schrauben mit einer Länge von 30 mm. Teilweise habe ich auch 40er genommen, weil sie mir einfach länger sind. Dementsprechend weiter durchgehen. Das Ding ist jetzt schon relativ stabil, ist schon sehr stabil und auch schon ziemlich schwer, der ganze Block. Ja, ihr könnt natürlich das Ganze auch im Vorfeld, was diese Kleinteile sind, schon im Vorfeld am besten schon schleifen. Den Block könnt ihr in einem Stück bauen, das ist gar kein Problem. Je nachdem, was ihr für einen Drucker habt und wie hoch eure Qualität ist, ist das natürlich hinterher dementsprechend glatt oder halt rau. Dementsprechend müsst ihr halt noch schleifen oder halt weniger. Eure Druckeinstellungen sind dann natürlich auch nur so eine Sache. Wie stark druckt ihr mit 0,1 mm oder 0,2 mm pro Schichthöhe? Je kleiner ich drucke, je feiner wird es natürlich, je weniger muss ich halt hinterher nacharbeiten. So, nichtsdestotrotz, das Ganze sieht dann hinterher natürlich auch so aus. Ne? Das ist halt auch relativ rau, die obersten Schichten. Die müssen danach gespachtelt und geschliffen werden. Oder mit dem dementsprechenden Primer überzogen, dass es hinterher schön glatt ist. Das ist aber eure Sache, wie ihr das gerne haben möchtet. Ja? So einzelne Bauteile könnt ihr natürlich auch dann einfach nehmen, könnt sie schleifen. Größere Bauteile müsst ihr natürlich auch schleifen. Und das ist, was am meisten wirklich Arbeit hier dran macht. Und so kommen dann auch bei so einem fertigen Pack diese hohen Preise zustande. Wir haben hier jetzt Materialkosten vom reinen Druck ungefähr bei 100 Euro. Spachteln und Schleifen kostet natürlich Zeit und Zeit ist Geld. Das will ja natürlich wieder keiner bezahlen, deswegen machen wir das Ganze selber. Und allein für die Nacharbeiten hier dran rechne ich mit mehreren Tagen Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, bis es wirklich glatt ist. Oder halt, ihr wollt einen etwas gebrauchten Look haben, dann könnt ihr das natürlich dementsprechend nicht ganz so fein spachteln und könnt euch damit auch zufrieden geben, dass es ein bisschen alt und gebraucht aussieht, wie es halt in einem 84er-Film auch ausgesehen hat. Ja. Was braucht ihr jetzt noch? Ihr braucht jetzt noch die ganze Elektronik. Ihr braucht noch ein paar Schrauben hierfür. Das nicht gerade wenig. Ihr braucht das Kabel und so weiter und so fort. Eine Materialliste, wie gesagt, findet ihr im Internet. Ich verlinke es unten auch nochmal rein, wenn ich alles zusammenfinde, was ihr alles am Material braucht. Ja, und dann kann der lustige Bau beginnen. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen schleifen, lackieren hinterher, zusammenbauen und dann sehen wir uns im nächsten Teil dann wieder. Der kann jetzt eigentlich etwas auf sich warten lassen, weil wie gesagt, ich muss das Ding jetzt erstmal schleifen, lackieren, trocknen lassen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil dann wieder, wenn wir das ganze Ding dann zusammensetzen, vielleicht auch schon mit Elektronik versehen oder sonst irgendetwas. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei DuTube.